Ja, aus der Ferne. Servus, hallihallo. Ja, heute dreht es sich nicht ganz so um das Thema Wandern, aber gesund ist es und das ist fein. Drum darf es natürlich mit coolen Schnürsenkeln sein. Aber das ist nicht heute oder nicht ausschließlich das Thema. Denn die Firma Gipfelsport, ich tease euch die Schnürsenkel mal rein, kann nämlich viel, viel mehr. Und was die Firma kann, erfahren wir gleich ja, vor und auch im Kastenwagen. Also seid gespannt. Nicht nur jodeln, sondern rodeln. Ein Riesenpaket von der schönen Firma Gipfelsport. Wir halten das einfach mal in beide Kameras hier. Ne, Beispiel jetzt hier so einen schönen Schlafsack. Aber was alles dabei ist, machen wir so. Welche Kamera nehmen wir eigentlich? Machen wir beide. Was alles dabei ist, erfahren wir jetzt im Kastenwagen. Ja, nochmal hallo und herzlich willkommen. Eine weitere Folge von Ronny packt aus. Ausgepackt haben wir jetzt da draußen aus meinem schönen Kartonschlitten. Auch wieder zwei Kameras am Start. Ja, das ganze Video wird aufgesplittet, beziehungsweise alles, was danach kommt, wird aufgesplittet. Denn wir haben hier von Schnürsenkel bis Skisocken, also richtig schöne warme Skisocken oder Thermosocken, richtig geiles Material hier am Start. Wandersocken, ne, Thema Wandern, auch da ganz wichtig, denn es bringt ja nichts, wenn man ein super Schuhwerk hat von der Firma X für 300 Euro das Paar und man trotzdem kalte Füße bekommt, weil die Socken einfach nicht warm halten. Und natürlich geile Schlafsäcke. Thema, oh, knister, knister, also die geile Verpackung ist wieder mal am Start, diesmal in mehrfacher Form, also die Verpackung von den richtig schön Schnürsenkeln. Wie gesagt, das Video dazu packe ich euch in die Beschreibung rein. Aber ich möchte ganz gerne den Kastenwagen also das ganze System schlafen, ein bisschen umstellen. Das heißt, die normalen Decken raus. Und ja, nach den Wohnen im Kasten über einem Jahr checken wir jetzt einfach mal, reicht es denn nicht einfach mit einem normalen Schlafsack? Natürlich müsste es reichen. Aber probieren geht über studieren. Denn was im Zelt geht, sollte beim Kastenwagen auch funktionieren. Und so dachte ich, ja, lasse ich mir mal was schicken. Dass es jetzt so viel geworden ist, okay. Lieben, lieben, lieben Dank und herzlichen Gruß an die Firma Gipfelsport. Lieben, lieben Dank an den René. Richtig nettes Telefonat, richtig cooler Support. Vielleicht auch irgendwann mal in eurer Stadt. Also in der Stadt der Firma Gipfelsport. Ja, was haben wir hier? Also Schnürsenkel, Skisocken, Wandersocken, Sommerschlafsack, Winterschlafsack und so ein Übergangsschlafsack. Beziehungsweise der eine hat 300 Gramm, der andere hat 200 Gramm. Das heißt für einen schönen Winter knackig warm. Und ich hatte halt diese echt geile Idee, ich packe das mal rein. Das heißt, ja, so ein Sommerschlafsack, beziehungsweise das ist so ein Fließzeug. Aber alle Details, ehrlich, mache ich in den einzelnen Videos. Das heißt, wenn es dann mal wirklich richtig knackig kalt wird, ganz klare Kiste, dann kommt er noch zusätzlich mit rein. So das Thema Zwiebelprinzip. Also auch da meine Lieblingsfarbe grün. Richtig cool. Und bleiben wir direkt bei grün und neongelb. Wir suchen sie mal eben raus. Wo haben wir sie versteckt? Hier unten. Ja, jede Menge Schnürsenkel. Wie versprochen, oder ich habe es mir auch selber versprochen, Ronny, das machst du dir zur Aufgabe. Alle anderen Schuhe bekommen auch das ja, super Schnürsystem oder Schnellschnürsystem.
ja, ans Schuhwerk. Ich gehe noch mal eben hier, zack, und hole noch mal, während sie hier abtropfen, meine Schuhe nach oben, schön aus dem Schnee. Und ja, es bleibt dabei. Ich hole sie noch mal hoch. Es funktioniert. Also, das ist richtig gut. Auch die Geschichte, da werden wir dann später auch noch mal drauf eingehen in den nächsten Videos. Oh. Nicht umkippen. Die Geschichte oder das Gadget. Reflexion, denn diese Schnürsenkel können auch reflektieren, da werden wir dann auch nochmal ein Special-Video zu machen, ist so ein zusätzlicher Baustein, Thema Sicherheit und ja, das läuft. Das läuft, auf jeden Fall. Ich freue mich darauf, ich freue mich, dass die Firma Gipfelsport nicht nur Vertrauen hat, sondern auch selber dann ihre Materialien, ja, also die wissen halt, was sie da produzieren, beziehungsweise was sie da auch verkaufen, das finde ich toll. Und da werden wir auch der Firma mal auf den Zahn fühlen und mal gucken, was die noch so können. Aber da erwarten euch ja jede Menge Folgen. Ob Schnürsenkel, Schlafsack, wir gucken, was sonst noch im Portfolio der Firma Gipfelsport, ja, was es so gibt. Ich tease einfach mal die Oberfläche vom Online-Shop rein. Ist wirklich gut aufgestellt, richtig cooles Logo. Ich sage ja mal so ein Stückchen Eyecatcher. Auf jeden Fall. Und die Schnürsenkel wirklich in allen Farben. Wir gehen die jetzt auch gleich mal eben durch, damit ihr wisst, wo die Reise hingeht. Läuft! Beziehungsweise wärmt! Ha. So, Gipfelsport, es geht los. Also, was haben wir gekriegt? Schöne, ich packe die mal immer so runter, dann sieht man das auch besser. Schöne Schnürsenkel in Orange. In Pink. In Rosa, in Lila, in Grün, Grau, oh, Neongelb ist auch geil, Braun, dann haben wir hier nochmal Blau, also hellblau ist das, und Schwarz, also es ist bei Amazon so deklariert als Blau, ja, hier auch nochmal die gleiche Farbe und ein schönes Rot. So, nächste Runde, die packen wir dann auch separat aus, beziehungsweise einen können wir schon mal hier rausholen. Richtig schöne Skisocken. Auch schön lang, aber dazu dann auch ein extra Video. Das gleiche Spiel hier auch nochmal. Und ja, Thema Wandern und Thema Socken. Auch hier, Ronny packt aus, ein Mords Gaudi. Ja, auch in so einem schönen Look, farbenfroh, schönes Grün und natürlich, was ich gerade schon gezeigt habe, der Sommerschlafsack, eine schöne Farbe Blau, Sommerschlafsack Grün, ab da können wir noch mal eben gucken, was hier so geht, ja, dann seht ihr das noch mal einen Tacken besser. Also richtig cool, aber Details dann in den nächsten Videos. Ja, und dann hier nochmal einen richtig geilen Schlafsack. Und zwar, jetzt gucken wir mal eben drauf, hier steht's drauf. Also, Maße und Co. kommt dann auch alles nochmal separat. Hier haben wir jetzt 200 Gramm, das heißt, das ist unser Übergangsschlafsack, der Richtung Frühling, Herbst und Sommer geht. Und dann nehmen wir das Ganze hier, dann sieht fast identisch aus, aber hier haben wir jetzt ein 300 Gramm pro Kubikzentimeter, das heißt 1,6 Kilo Schlafsack. Auch da Details hierzu in dem Video, das heißt, das ist hier der Winterschlafsack, richtig cool. Davon haben wir noch ein paar, Winter, Übergang und ja, die Kartons sind schon leer gerollt, da ist nichts mehr drin. Doch, klar, sicher. Einen haben wir nämlich noch. Drehen wir den nochmal um. Denn ich fahre ja nicht nur alleine durch die Gegend. Die anderen möchten natürlich dann auch schön warm schlafen. Hashtag Familie. Juhu. Ja, dann sage ich ganz klar. Ja, dann sage ich ganz klar, nach so Dreharbeiten
Ne, großes Auspacken muss man natürlich jetzt auch wieder ein bisschen aufräumen. Das heißt, Thema Ladungssicherung, alles schön verstauen. Und dann freue ich mich auf die nächsten Folgen. Juhu! So, jetzt heißt es aufräumen.